Ich bin Marvin, bin 17 Jahre alt, mache gerade mein freiwilliges soziales Jahr hier. Ich finde die Atmosphäre hier einfach sehr toll im Krankenhaus und zeige euch jetzt einfach, was hier so los ist. Guten Morgen. Hallo Marvin, guten Morgen. Hallo, na? Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Ja, ich habe gehört, du interessierst dich jetzt für die Notfallpflege. Ja, genau. Ja, genau. Das hier ist unser Schockraum. Ja. Hier ist ein Beatmungsgerät, da ist ein Defi. Die Patienten kommen an den Monitor. Ja. Hier schreiben wir ein EKG. Da vorne ist unser Blutgasanalysegerät. Ne? Mhm. Und hier vorne sind die Reanimationsgeräte bei Herzdruckmassage da und da. Ja. Und hier werden dann die Patienten erst versorgt und gehen dann auf die Intensivstation oder in den Herzkatheter. Ja? Also es ist schon immer spannend, wenn wir hier Einsätze haben. Ne? Wie viele Patienten kommen denn hier so täglich? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommen sehr viele Patienten, die leicht und mittelschwer erkrankt sind. Ja. Und der Schockraum hier, der ist wirklich für die vital bedrohten Patienten, die richtig ernst erkrankt sind. Okay. Und das schwankt. Mal sind es zwei nacheinander und mal sind es auch ein paar Stunden lang keiner. Manchmal legen wir hier auch andere Patienten hin, die wir hier parken, weil wir nicht genug Räume haben, weil es voll ist. Die müssen dann aber raus, wenn eine Schockraumanmeldung kommt.